Hi, mein Name ist Sarah und ich unterhalte mich öfters mit Jim über ganz verschiedene Dinge. Letztens hatten wir ein Gespräch über Glaubenserlebnisse und als ich ihm von meinem erzählt habe, war er ganz begeistert, also dachte ich, ich erzähle euch auch davon. Das letzte Dein Wort zum Mittwoch hatte ja ein ganz bestimmtes Textwort und ich durfte mich mit darauf vorbereiten und einen Beitrag leisten und war ganz lange unsicher, ob dieser Beitrag auch wirklich geeignet ist, ob ich ihn so aufnehmen sollte. Also habe ich ihn quasi auf dem letzten Drücker aufgenommen, auf dem Sonntagnachmittag. Und warum auf dem Sonntagnachmittag? Am Sonntagmorgen war ich zu einem Jugendgottesdienst in einem anderen Bezirk eingeladen. Immer noch unsicher, ob ich diesen Beitrag so aufnehmen darf. Und bei diesem Jugendgottesdienst wurden vor dem Gottesdienst so kleine Zettel verteilt. Und als ich meinen bekommen habe, musste ich richtig schmunzeln und war richtig erstaunt, denn auf meinem steht drauf: Der Herr selbst wird für dich kämpfen, bleib ganz ruhig. Und ich dachte mir, das kann kein Zufall sein, weil genau dasselbe Wort war quasi das Textwort zu Dein Wort zum Mittwoch, zu dem ich mich vorbereiten sollte. Und das habe ich getan. Und ich habe den Beitrag aufgenommen, weil es für mich eine Bestätigung war, dass es genau so richtig ist. Was sind eure Glaubenserlebnisse?